Bedingt durch das Vorziehen der 26. Runde in der Oberösterreich-Liga gab es also eine englische Woche. Der SV Sedda Bad Schallerbach hatte nach dem Derby gegen Wallern wieder ein Heimspiel. Zu Gast war SK Altheim, ganz in Rot spielend. Nowotny leitet für die Gastgeber die erste Aktion ein. Kreindl verlängert und Haderer macht es ausgezeichnet, doch Bichler ist auf dem Posten. Für Altheim gilt dieser Eckball durch Wittmann als erste nennenswerte Aktion. Eisners Kopfball landet aber im Torout. Die Gäste präsentieren sich angriffslustig. Nobis setzt zum Sprint an, schießt vorbei am Schlussmann des SV Sedda, aber auch vorbei am Tor. Und die Angriffe rollen weiter. Augustin nimmt Maß für Dimitrov, der auch sofort die Einschussmöglichkeit sucht. Hebertinger wehrt ab und Eisner kann den Abpraller nicht verwerten. Vor der Pause hat der SV Sedda noch eine Chance durch diesen Freistoß aus gut 20 Metern. Aber es bleibt beim 0:0 nach 45 Minuten. Eine gelungene Aktion geht bei den Gastgebern nach Wiederbeginn von Höfer aus. Ecker gibt herein und Heinle trifft Aluminium. Das war die bisher dickste Chance der Grün-Weißen. Nach diesem Einwurf fasst sich wieder einmal Nobi sein Herz, schießt aber nicht scharf genug. Wir halten in der 56. Minute, es gibt Corner für den SV Sedda Bad Schallerbach durch Haderer. Und Grocha spitzelt den Ball nur um wenige Zentimeter am langen Eck vorbei. Wenig später sieht Grocha nach diesem Foul an Nobis gelb und es gibt Elfmeter für Altheim. Hanna gegen Hebertinger, der den Ball auch noch berührt, aber es steht 0:1 nach einer Spielzeit von einer Stunde. Hebertinger errät die Ecke, aber Hanna trifft. Der SV Sedda Bad Schallerbach kann aus der verbleibenden halben Stunde nichts Zählbares mehr herausholen und so gewinnt SK Altheim mit 0:1. Sie sind kaum zu zwingende Chancen gekommen, da haben wir es eigentlich relativ gut gehabt. Natürlich scheint es, wie wenn wir fast Angst hätten vor dem Gewinner, weil wir werden dann immer so zittrig, konnten es locker spielen und es hat irgendwie nicht hin. Ja, das ist unser Problem schon die letzten Wochen. Wir haben einfach keine spielerische Linie, wir haben im Mittelfeld keinen, der was das Heft in die Hand nimmt und wie Sie sagen, den letzten entscheidenden guten Pass spielt, der ankommt und das funktioniert in letzter Zeit überhaupt nicht, leider. Wie hat sich denn der Trainer verhalten? In der Pause stand ja noch 0:0, es war noch alles drinnen. Was hat er denn für eine Devise ausgegeben? Ja, er hat auf alle Fälle zu mehr Konzentration aufgefordert, weil in der ersten Halbzeit hat Altheim schon zwei, drei gute Chancen gehabt und wir waren eigentlich froh, dass wir mit 0:0 in die Pause gekommen sind. Und er hat lautere Worte gefunden, aber es hat leider nicht so gefruchtet, wie wir sich das vorgestellt haben.